So, hier so lang. Was ist denn hier? Geheimnisse. Ich werde mich erstmal wieder voll heilen und hoffen... Ah, da ist eine unsichtbare Schweineschnauze. Und ich hoffe natürlich, dass ich jetzt wieder ganz normal aufstehen kann. Also größer werden kann. Weil es wurde ja jetzt nicht unbedingt gleich gespeichert. Ah ja, gut. Ich finde ja diese Figuren schon sehr hübsch. Wenigstens haben sie keine Nippel. Wo war denn das gleich? Da war das. Eine goldene Flasche. Sonst ist hier nichts? Okay. Und auf der Seite ist nichts. Oder? Nö. Nö, 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 nö. Nichts. Ich würde gern hier hoch. Danke. Bin ich schon wieder so erschrocken, ey. Oh, ein Rätsel. Yay. Mein Lieblingsrätsel. Deine Erfolge in Kampf und Rätseln legen nahe, dass du den kommenden Aufgaben gewachsen bist. Das Mentale wird deine Würdigkeit bestätigen oder deine Niederlage verkünden. Mhm. Das ist übrigens die große weiße Ameise, die alle so toll finden. Yay. So. Das erste haben wir hier. Das nächste müsste irgendwo da oben sein. Ja. Ich glaube, hier sind auch Gegner. Ja. Was das? Wow. Glühwürmchen! Ach, die sind süß. Wie komme ich hier eigentlich hoch? Sag mal. Ah, alles klar. So. Natürlich komme ich hier nicht hoch. Finde ich richtig geil. Krass. Aber ich habe es geschafft. Das ist die Hauptsache. So. Und dann ist noch eins dort drin wahrscheinlich. Gehe ich mal stark davon aus. Ja. Taste nicht gefunden, ne? So. Zähne und das hier. War es das jetzt schon alles? Ich weiß es gar nicht. Am Ende fehlt noch eins. Ja, eins fehlt noch. Oh je, wo ist denn das? Ah ja, bestimmt da lang. Ja, genau. Einmal kaputt. Kommt hier auch ein Gegner? Nö. Goodie. Und ich werde gleich teleportiert. Das ist ja wunderbar. Muss man nicht laufen. So, und ich soll jetzt den Drachen wieder zurechtdrücken. Toll. Das ist wunderbar. Boah, das war ja so schwierig. Oh mein Gott. Du kannst uns retten. Ich öffne den Pfad. Ich bin so gut. Krass, scheiße. Geil. Ja, wenn man es einmal richtig macht, dann ist es kein Problem. Wenn man eins falsch setzt, dann hat man es halt verkackt. Aber naja, die sind auch nicht so schwer gehalten hier in dem Spiel. Ist übrigens sehr entspannend, diese Musik. Was haben wir denn hier drin? Gibt es übrigens teilweise auch, ich weiß gar nicht. Sind das eigentlich Äpfel? Oder Pfirsiche? Ich bin mir nicht sicher. Sie ist faktisch krank, stellt sich verrückte Dinge vor und hat einen Heldenkomplex. Einen Drang, anderen zu helfen, weil sie sich selbst nicht helfen kann. Und einen Hang zur Weltverbesserung. Sie will den wahren Sinn ihres Lebens entschlüsseln und weiß nicht, wer den Schlüssel hat. Mhm.
Unglaublich. Diese eine Kerbe hier, die blockiert mich. Gut. Das hätte man vielleicht etwas besser lösen können. Dahin? Ja? Okay. Und dann da drauf. Okay. So, und ich komme jetzt irgendwie... Würdest du bitte? Danke, es hat auf mich gewartet, zum Glück. Krass. Ob ich den Einzahn noch abwarte? Ach, scheiß drauf, wegen dem Einzahn geht's weiter. Hi. Die wilden Wespen belagern uns, sie kontrollieren die Gipfel von Osten nach Westen. Du musst sie besiegen, um zur Raupe zu gelangen. Ich muss wohl auf den Gipfel hinaufsteigen, denn er wird nicht zu mir kommen. Wir vertrauen darauf, dass die Raupe, die Seltsame, die Wunderbare, denen hilft, die in Not sind. Eines Tages werden wir es wissen. Reinheit des Herzens bedeutet nur eines zu wünschen. Um seinen heiligen Hain zu erreichen, musst du dich dem grausamen Daimios stellen, der uns den Zugang zu seiner Macht verwehrt. Ich öffne den Eingang in die heiligen Höhlen, wo deine Reise beginnt. Hm, toll. Ist hier sonst noch was? Nee? Okay. Ich freue mich. Yay! Fratzenraum. So, was ist das hier? Das ist nichts. Das hier ist übrigens ein kleines, ja, man kann es Minispiel nennen, wie sie hier verhäuft in dem Spiel sind. Ist mal was anderes. Ist mal ein bisschen Abwechslung, finde ich ganz gut. Eigentlich, ja. So, wir sind nämlich 2D. Alice kann sich wie sonst bewegen, springen, schrumpfen und auch schweben. Bewege dich vorsichtig, um den Gefahren zu entgehen. Ein Bild häuslicher Harmonie und Ordnung. Die fruchtbare Landschaft förderte Fleiß, Toleranz und Zusammenarbeit. Liebende Familien gediehen, glückliche Kinder und teure Freunde, dankbar für ihr Wohlergehen, lebten über Generationen sicher, geschäftig und frei. Aber ein plötzlicher Angriff von außen zerbrach ihre zarten Körper und beinahe auch ihren großzügigen Geist. Ich finde das schön gemacht. So. Es ist auch, also ich meine, das ist jetzt das Erste, es ist auch noch nicht unbedingt schwierig. Nämlich, sorry. Ja, ich hätte warten sollen, ich weiß. So. Das Springen ist ein bisschen doof gemacht, aber naja, es wird schon irgendwie... Da war was, ich weiß. Hab's gerade gemerkt. Ob ich das schaffe, ich habe keine Ahnung. So, geh doch. Die Optik ist auch manchmal ein bisschen nervig, aber es geht. Hauptsache mal ein bisschen Abwechslung, wa? Erschreck mich doch nicht so, Mensch. So, die gehen langsam im Boden, wenn ich länger bei denen verweile. Das hier ist richtig mies. Ach so, ja. Ja, du, kannst jetzt, danke. Wunderbar. Oh. Da komme ich nicht rüber, oder? Ah, doch. Cool. Hier gibt es nämlich solche extra Pfirsiche. Ich weiß zwar nicht so genau, was sie mir bringen, aber ich krieg sie halt.
Und dafür ein Zahn, das ist übelst geil. Und die Musik ist toll. So. Ist auch relativ lang, also jetzt nicht mal so eben 3 Minuten. Ich weiß gar nicht, wie weit es noch geht. So. Damit wir nicht in den gefährlichen Bambus reinrennen. Kann ich da hoch auch noch irgendwie? Ist da irgendwas? Ich weiß gar nicht. Moment. Moment. Nee, doch nicht. Komme ich nicht hin. So. Ach, auf die Wolke muss ich nicht warten. Das geht auch so. Da hoch. Da hoch. Da hoch. Nein, 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 nein. Oh Mann. Das hier ist auch nur wegen dem einen Pfirsich, eigentlich. Mal schauen, ob ich den kriege. Die Kamera nervt mich halt manchmal ein bisschen. Nein. Oh, ich stand auf dem Ding drauf, verdammt. Ich werde dann auch erstmal wieder die Aufnahme stoppen, wenn ich das hier fertig habe. Okay. Ich weiß übrigens gar nicht, was hier noch alles ist hier oben. Wahrscheinlich noch irgendwo ein Pfirsich. Ich glaube, ich muss sogar hier hoch. Aber ich weiß nicht, was da unten ist. Deswegen, ich gehe nochmal runter. Ja, das wusste ich nicht. Aber ich will trotzdem noch mal gucken, was hier ist. Muss da noch irgendwas sein, oder nicht? Seht ihr? Ich hab's doch gewusst. Ein Pfirsich! Hey, wir haben schon wieder 788 Zähne. Das ist ganz schön viel. Das dürfte eigentlich schon wieder für irgendeine Waffe reichen, oder? Ah ja, alles klar. So, jetzt müssen wir natürlich nochmal hoch, aber es wird schon. Ich krieg das hin. Dahin. Und wieder warten auf das Karussell. Wieso bebt das eigentlich manchmal so? Und fahrt ihr auch manchmal Baumkarussell? Ich mach's gelegentlich. So, wehe, du fällst hier runter. Das fände ich dann nicht so cool. Ich weiß übrigens nicht, was das hier macht. Ich mach's einfach mal. Achso, es macht den Luftstrom an. Alles klar. Zieh zum Verlassen. Hier geht's nicht mehr weiter. Oh, schade. Ja gut. Verlassen wir das Ding. So Leute, und das war's auch schon wieder von Alice diesmal. Und wir sehen uns hoffentlich in der nächsten Folge, in der nächsten Aufnahme, was auch immer, oder im nächsten LP wieder. Bis dahin, tschüssi.